Hallo Leute von BWSB. Wir haben heute noch ein Kurzinterview mit Gesellschaftsspiele e.V. Das ist ein Berliner Verein, der, wir werden jetzt gleich etwas mehr erfahren von Peter Dittmann über den Verein, der jetzt auch ganz neu mit dem Julius-Hirsch-Preis ausgezeichnet wurde in Frankfurt dieses Jahr. Und so sind wir auch auf ihn drauf gekommen und haben uns gedacht, stellen wir mal ganz kurz diesen Verein vor, weil ich glaube, er ist es auch wert. Hallo Peter erstmal. Hi, freut mich, dass ich heute eingeladen wurde. Also du bist vom, unter anderem, du hast ja auch die Fußballfibel geschrieben. Du Ja. bist bei Gesellschaftsspiele e.V. im Vorstand drin, habe ich gesehen gehabt. Erzähl einfach mal, was macht ihr? Wer seid ihr? Wie finanziert ihr euch? Ja, wir sind ein Verein, der ehrenamtlich arbeitet. Uns gibt es seit, wir haben uns gegründet Anfang 2015. Wir sind entstanden aus einem Freundeskreis von Leuten, die alle gern irgendwie in irgendeiner Form zum Fußball gehen, aber zu unterschiedlichen Vereinen. Uns hat sozusagen das Fan-Dasein verbunden. Wir haben alle, so gut wie alle, wohnen wir in Berlin. Und dann sind wir ja über die Jahre ein bisschen gewachsen. Und was uns ausmacht, ist, als wir werden oft gefragt, was macht ihr? Spielt ihr Brettspiele? Nein, spielen wir nicht. Spielt ihr Fußball? Nein, spielen wir auch nicht. Oder mal ganz selten bei Fanturnieren oder sowas. Aber eigentlich spielen wir auch kein Fußball, sondern für uns interessiert halt der Fußball aus gesellschaftlicher Perspektive, weil Fußball halt auch alles Gute und Schlechte in der Welt oder in der Gesellschaft auch im Fußball entdecken kann. Und man kann ja die Welt eigentlich auch durch den Fußball verstehen. Und so ging es mir auch, bevor wir unseren Verein gegründet haben. Schon so irgendwie immer, dadurch, dass ich mit dem KSC sozialisiert bin, im Fußballstadion auch ein bisschen in gewisser Weise groß geworden bin, ist auch mein Blick auf die Welt irgendwie auch immer der eines Fußballfans gewesen. Und das haben wir, glaube ich, alle so gemeinsam. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber vielleicht wird es ein bisschen deutlicher, wenn ich mal sage, was unsere erste Veranstaltung war damals. Das war eine Podiumsveranstaltung, da ging es um die Rolle der Fußballfans in Istanbul bei den Gezi-Protesten. Und dann hat man gesehen, ja, da haben sich dann damals die Fans von Beşiktaş, Fenerbahçe und Galatasaray ja verbündet im Kampf gegen Erdogan und die Polizei. Und da haben Fußballfans eine wichtige gesellschaftliche Rolle und eine Rolle auch im Widerstand gegen diktatorische Regierungen gespielt. Und das haben wir dann in einem Kneipensetting unterschiedlichen Leuten diskutiert. Und das ist auch sowas, was wir jetzt von Beginn an machen. Themen, die uns interessieren, da suchen wir uns spannende Leute, setzen sie auf ein Podium in einer angenehmen Atmosphäre mit Bierchen, manchmal auch ernsten Themen. Und verbinden so ein bisschen Fankultur, Fußballkultur, Unterhaltung, aber auch irgendwie so politisches und geschichtliches Interesse. Ihr macht diese Podiumdiskussionen, macht ihr die auch immer zu aktuellen Themen oder dann auch, gibt es irgendwie ganz allgemein, wenn es irgendwo ein toller Bericht, ein tolles Buch gibt, wo berichtenswert wäre, dass man darüber berichtet? Oder ist es dann wirklich nur immer zu aktuell politische Themen? Das hat sich ja irgendwie so ein bisschen über die Zeit auch verändert. Also mit der Zeit ist dann auch ab und zu mal dann immer mal wieder jemand auf uns zugekommen. Auch einfach, weil es sind immer mehr Leute gekommen. Wir sind auch mehr Mitglieder geworden. Es sind dann auch, ja, dann auch Kooperationen entstanden dadurch. Also wir haben so eine freundschaftliche Verbindung zum Fanprojekt Berlin, also Fanprojekt von Hertha und vom BFC Dynamo. Dadurch haben Freund eine freundschaftliche Beziehung zu einer Kneipe in der Nähe vom Fanprojekt in Prenzlauer Berg. Und so ist dann irgendwie auch was gestiegen, sind an uns so alles so gewachsen und dann sind auch Vorschläge an uns herangekommen. Und wir funktionieren eigentlich nach dem Prinzip, dass, also bei uns kann jeder mitmachen, der Lust hat oder jede. Wir unterstützen alle Ideen, die wir gut finden, so gemeinsam. Und wichtig ist halt nur, dass die Person, die Idee hat, irgendwie eine Podiumsveranstaltung zu machen oder einen Workshop, die muss sich dann auch den Hut aufziehen und sind wir dann gerne dabei und helfen. Wenn den Themen her ist manches aktuell, manches ist aber auch irgendwie so vielleicht ein bisschen exotischer. Zum Beispiel, wir hatten was kurz vor Corona, hatten wir noch was zu Fußball in Nordkorea. Zusammen mit jemandem, der glaube ich, der zweimal in Nordkorea plus
jemanden, der Fußballreisen in Nordkorea organisiert. Das ist dann auch in gewisser Weise politisch, aber ist jetzt nicht tagesaktuell oder so gewesen. Also es ist quasi rund um den Fußball. Ich habe gesehen, ich habe bei euch auf der Homepage, ihr habt auch geflüchtete Arbeit gemacht und ihr bietet auch an, dass man Sozialstunde bei euch abhalten kann. Wie ist beides zu verstehen? Ja, manchmal entstehen einfach so Ideen oder Projekte. Also 2015 war natürlich auch das Jahr, als wir uns gegründet haben, sind auch einfach sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen. Und es war auch einfach ein großer Bedarf da. Und wir hatten Projekte, wo wir die Idee hatten, mit dem SV Babelsberg 03, dem Fanprojekt dort, ja, geflüchtete, minderjährige, unbegleitete Geflüchtete ins Fanprojekt dort eingeladen haben, gemeinsam Fahnen gemalt haben, mit Fans ein Heimspiel besucht haben und dann am Ende sogar eine Auswärtsfahrt gemacht haben, wo dann Geflüchtete mit dem Bus gefahren sind in der Regionalliga Nordost damals nach Schönberg irgendwo. Lustige Erfahrungen, weil es sind ja dann auch teils andere Welten, ja, die da aufeinander prallen. Manche Sachen kennen aber vielleicht auch Leute, die in anderen Ländern zum Fußball gegangen sind. Du hattest nach den Sozialstunden gefragt. Genau, richtig. Habt ihr fest, habt ihr dann fest angestellte Leute irgendwie oder beschäftigt? Oder? Nee, das ist tatsächlich auch so, also eines der Beispiele. Also wir funktionieren als Verein, wir sind eigentlich rein ehrenamtlich, und wenn was finanziert ist, dann ist, wenn man ein Projekt beantragt, wie einen Jugendaustausch und hat dann, den man organisiert, dann gibt es eine Projektleiterstelle, die dann zum Teil finanziert ist von einem Träger oder so. Oder ja, von der Institution, über die das läuft. Wenn es jetzt zum Beispiel Erasmus Plus ist oder so, dann ist das dann für das einzelne Projekt dann auch mal bezahlt, was man macht. Aber sonst die eigentliche Vereinsarbeit passiert in unserer Freizeit. Das machen wir alle dann nach der Arbeit. Wir sind, glaube ich, tatsächlich durch die Berliner Justizverwaltung irgendwie, mit denen sind wir irgendwie in Berührung gekommen. Ich weiß auch nicht mehr genau wie. Es hatten zwei, drei Leute, haben wir das gemacht. Aber wir haben auch gemerkt, auf der anderen Seite, es kostet uns als Verein auch sehr viel Zeit, sowas dann zu betreuen. Man muss sich ja auch was Sinnvolles auch ausdenken. Wir machen das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr, weil wir auch bei uns selber gemerkt haben, wenn man sich da zusammensetzt und mal diskutiert, gibt es auch teilweise unterschiedliche Auffassungen, wie man verschiedene Straftatbestände so persönlich bewertet. Ne? Ziemlich auch ein bunter Haufen, was halt klar nicht geht, ist alles, sagen wir mal, rechts der CDU. Also ich habe bei euch zwei-, dreimal, glaube ich, teilgenommen, wenn ihr irgendwie so Quiz-Sendungen übers Internet gemacht habt. Die fand ich nicht immer ganz spannend. Macht ihr sowas regelmäßig und laufe die kurz ab, damit die Zuschauer oder Zuhörer das einfach auch mal wissen? Ja, also es gibt so ein paar Leute bei uns, die haben so Spaß am Quizzen, und wir haben tatsächlich öfters in Berlin mal auch so Kneipenquizze gemacht, so Fankulturbezug, was sehr gut angenommen wurde. Das ist eigentlich durch Corona, was kann man machen? Und dann ist es eigentlich während der ersten Corona-Welle entstanden, hat eines unserer Mitglieder, David, hat es in die Hand genommen, und haben wir tatsächlich eine Zeit lang, glaube ich, einmal die Woche sogar einen Quiz gemacht, immer ein wechselndes Thema. Plus immer einen guten Zweck. Da konnte immer eine Initiative in der Halbzeit des Quizzes sich vorstellen. Und dann konnte man während des Quizzes spenden für die Initiative. Das war dann zum Beispiel die Berliner Kältehilfe, aber auch Fußballfans gegen Krebs. Und wie es abläuft, so ein bisschen wie Millionär, würde ich sagen. Nur, okay. Dass man es irgendwie jetzt hier mit einem Zoom-Call hat man halt eine Videokonferenz, wo alle gemeinsam drinne sind, wird der Bildschirm geteilt, da sieht man auf seinem eigenen Computer die Fragen und man stimmt mit seinem Handy dann ab. In der Regel 4 Antworten, die Uhr tickt und genau, und dann zählt Schnelligkeit und richtige Antwort. Okay, noch eine Frage, bevor man noch kurz auf der Julius Hirschpreis zu sprechen kommen wolle. Wie seid ihr auf diesen Namen Gesellschaftsspiele gekommen, weil er an für sich ja irreführend ist, würde ich jetzt mal behaupten. Unsere Arbeit bezieht sich halt im Grunde genommen immer irgendwie auf die Gesellschaft als Ganzes und den Fußball als Teil der Gesellschaft. Macht ihr Lesungen oder diese Diskussionen, Podiumsauftritte nur in Berlin oder bundesweit? Ja, meistens in Berlin, aber es ist zum Teil schon auch vorgekommen, dass uns mal jemand eingeladen hat, ob das jetzt war mal in Düsseldorf, hat uns eine Fangruppierung eingeladen in Jena. Wir waren auf verschiedenen Techno-Festivals in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Habt ihr ja dieses Jahr den Julius Hirschpreis bekommen?
der ja vom, ich glaube, von DFB-Stiftung geht er aus oder vom DFB selber, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Tatsächlich vom DFB selbst wird er überreicht. Ich glaube, das ganze Organisatorische ist dann wahrscheinlich in den Händen der Ja Kulturstiftung. gut, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Ja. Julius Hirschpreis ist ja den meisten Leuten ein Begriff, die Preisträger eher nicht. Vielleicht würde man noch den ein oder anderen Preisträger auch noch vorstellen in Form von Kurzinterviews. Für was habt ihr den Julius Hirschpreis bekommen? Konkret für eine Aktion, wie es manchmal ist, oder war das mehr für euer gesamtes Schaffen? Und der Preis an sich war schon in dem Schreiben, das wir erhalten haben, für das außergewöhnliche Engagement des Vereins. Also und für die Vereinsarbeit im Insgesamten kommen. Okay, dann erstmal nochmal nachträglich Glückwunsch von uns auch dafür. Jetzt weiß man zumindest ganz grob über euch Bescheid. Eure Homepage ist ja www.gesellschaftsspiele.berlin.de. Ohne DE. Also nur Gesellschaftsspiele.berlin. Ein Newsletter oder so habt ihr nicht auf eurer Homepage, wenn ich das richtig gesehen habe. Finde ich etwas schade. Es gibt einen Newsletter, er ist nur irgendwie total versteckt. Okay, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für das Interview, Peter, von dir.